Hallo meine lieben Freunde, schön, dass ihr wieder alle dabei seid. In diesem Video oder Podcast geht es wie üblich um einen Cold Case. Diesmal um einen vermissten Fall. Die Vermisste ist Jutta Schulz aus Thale. Ich denke mal, der Fall dürfte vielen von euch bekannt sein, da er immer mal wieder in den Medien auftaucht. Aktuell ist der Fall wieder in den Medien, weil man da wieder neue Spekulationen hat. Und deswegen, ja, habe ich mir gedacht, ich mache dann doch mal ein Video zu dem Fall. Ich wollte das eigentlich schon lange, bin aber irgendwie immer wieder ein bisschen davon abgeglitten. Der Tag des Verschwindens war Anfang April 2014, kann also nicht genau festgelegt werden. Und dargestellt wurde der Fall in der Aktenzeichen Y-Sendung vom 18. Juli 2015. Und zur Einleitung des Filmfalls sagte Rudi Zeller damals: Liebe Zuschauer, im Mittelpunkt unseres nächsten Falles steht eine Frau. Jutta Schulz ist 53 Jahre alt, aus Thale in Sachsen-Anhalt. Eine rätselhafte und verschlossene Frau, die im April 2040 plötzlich spurlos verschwand. Vielleicht gibt es ja heute jemanden, der Licht ins Dunkle dieser mysteriösen Geschichte bringen kann. Der Filmfall beginnt in Thale, am nordöstlichen Rand des Harzgebirges im Jahr 2011. Und zwar steht Jutta Schulz mit einer Kundin in ihrem Ladengeschäft. Sie ist Antiquitätenhändlerin. Sie sehen sich einige Stücke an, die die Kundin mitgebracht hat. Und der Blick der Kundin fällt da auf eine Art Sekretär oder Kommode. Und sie sagt zu Jutta: So eine hatte meine Oma auch. Was soll die denn kosten? Ist sie teuer? Jutta antwortet: Nee, 1500, und das ist schon der günstigere Preis wegen des kleinen Wasserschadens. Die Kundin versucht dann zu verhandeln und fragt: Wären 1000 auch okay? Jutta überlegt kurz und schüttelt dabei den Kopf: Nee, 1500. Und eigentlich will ich sie gar nicht hergeben, denn irgendwie hänge ich daran. Der Sprecher Michael Brennecke erzählt dazu: Jutta Schulz macht mit ihrem Antiquitätenhandel kaum Umsatz. Zusätzlich hat die gelernte Kellnerin Schulden. Und in der Darstellung weiter sagt Jutta zu der Kundin: Wissen Sie, mit den ganzen Sachen kann ich nichts anfangen. Sie hebt eine Buddha-Statue hoch, die ihr gefallen hat, und fragt die Kundin: Was wollen Sie denn für den hier? Und sie lächelt dabei. In der nächsten Szene hängt Jutta Wäsche in ihrem Garten auf. Der Buddha, den sie von der Kundin erwerben konnte, steht dann auf einem Tisch im Garten, an dem Jutta Platz nimmt. Sie sieht sich gerade ihre Post durch. Und es sind nur Rechnungen. Im Hintergrund schleicht sich langsam ein Mann an Jutta heran. Er hält ihr die Augen zu. Jutta erschrickt daraufhin und sagt, als sie die Person erkennt: Mann, hast du mich jetzt aber erschreckt? Und der Mann fragt: Na, wie war es heute? Und küsst dabei Jutta. Er fragt: Nicht gut? Sie antwortet ihm: Nichts verkauft. Er holt sich ein Bier, öffnet es und setzt sich zu ihr. Dann sagt er: Wenn du gar nichts verkaufen willst. Sie darauf: Ja, wie, ich will nichts verkaufen. Und er sagt: Weil jedes Stück, was halbwegs was ist, du nicht hergibst. Jutta sagt entrüstet: Das stimmt doch überhaupt nicht. Daraufhin antwortet er: Nein, wahrscheinlich wirst du doch eines Tages in deiner schönen alten Villa sitzen mit all deinen Antiquitäten und dann lädst du mich zum Tee ein. Jutta lacht herzlich und sagt: Ja, mit einer Sterling-Silberkanne. Und er antwortet ihr: Natürlich, alles mit Stil. Sie fragt ihn abschließend: Hast du Hunger? Der Sprecher Michael Brennecke erzählt dazu: Seit 2008 lebt Jutta Schulz mit ihrem Lebenspartner zusammen. Er ist Forstarbeiter und ihm gehört das Haus, in dem sie wohnen. Dann einmal ein kompletter Darstellungswechsel. Michael Brennecke erklärt oder erzählt: Ein Bordell in Köln, rund 430 Kilometer von Thale entfernt. Es gibt ein Gespräch zwischen drei Angestellten, zwei Frauen und einem Mann. Eine Dame fragt: Und wer soll denn jetzt Nadine ersetzen? Ihr wart doch immer zu zweit an der Bar, das kannst du doch gar nicht alleine schaffen. Der Mann antwortet: Der Chef hat gesagt, er will die Stelle schnell neu besetzen. Und die Dame hinter der Bar sagt dann: Ja, aber wann soll das sein? Und in diesem Moment schneidet sie eine Orange auf, bereitet also sich anscheinend für den Abendbetrieb vor.
Sie sagt dann, ich habe da eine Idee. Und der Mann meint, kennst du jemanden? Sie antwortet, ja, jemanden von der Jobvermittlung. Ich rufe die mal an. Vielleicht weiß die ja jemanden. Und dann ist Jutta wieder in ihrem Antiquitätenladen. Sie reinigt dort gerade die Antiquitäten. Und eine Bekannte betritt den Laden. Die Bekannte namens Ilona sagt zu ihr, du treulose Tomate, du. Jutta begrüßt sie lachend, sie umarmen sich und Ilona sagt, du, wir haben neulich auf dich gewartet. Jutta sieht dann betröppelnd nach unten und sagt, echt? Aber wir haben doch gar nicht fest verabredet und schüttelt dabei ihren Kopf. Ilona sagt, ich dachte, du kommst vielleicht trotzdem. Dazu erklärt dann der Sprecher Michael Brennecke, Jutta Schulz hat keine wirklich engen Freunde, aber noch einige Kontakte aus ihrer Lehrzeit, die sie mehr oder weniger pflegt. Sie unterhalten sich und Jutta fragt, magst du einen Kaffee? Ilona antwortet ihr, ja, sehr gerne, wenn du einen da hast. Im Gespräch läutet dann das Handy von Jutta. Sie entschuldigt sich bei Ilona und unterbricht das Gespräch, während sie das Gespräch auf dem Handy annimmt. Sie meldet sich mit Schulz und nach einigen Sekunden antwortet sie, ja, hallo, ja, das ist immer eine Überraschung. Sie scheint den oder die Anrufer oder Anruferin gut zu kennen. Im weiteren Gespräch sagt sie, was, ein Job? Ja klar, schieß los. Das klingt gut. Wo ist denn das Lokal? In Köln? Naja, ich wollte halt meinen Laden hier nicht komplett aufgeben. Und in der nächsten Darstellung ist es dann Abend im Haus von Jutta. Sie packt gerade ihre Reisentaschen und ihr Freund kommt hinzu und fragt, was hast du denn vor? Jutta lacht fröhlich und sagt zu ihm, ich habe einen Job. Also vielleicht, ich soll mich vorstellen. Sie lacht glücklich dabei und ihr Freund fragt sie verwirrt, das ist toll und dafür musst du packen? Jutta sagt, ja, also der Job ist in Köln, aber nur ein paar Tage im Monat. Ihr Freund sieht sie daraufhin verunsichert an und sie sagt, also eigentlich ist es ideal, allein schon wegen dem Laden. Während sie weiterhin ihre Taschen packt. Ihr Freund fragt dann misstrauisch, aha, was ist das denn für ein Job? Sie antwortet ihm dann etwas verlegen, hinter der Bar und die zahlen richtig gut. Also im Gegensatz, was sie hier so zahlen. Die Stimmung zwischen den beiden ist dann etwas bedrückend und angespannt und sie sagt weiter, es gibt da nur noch eins. Und der Freund fragt mit belegter Stimme, und was? Jutta sieht nach unten und versucht zu erklären. Also, es ist in einem Bordell und sieht ihren Freund erwartungsvoll an. Er ist sichtlich überrascht und antwortet ihr mit bedenklichem Gesicht. Naja, auch da wollen die Leute etwas trinken, oder? Sie lacht, sichtlich erfreut, dass ihr Lebensgefährte es mit Humor nimmt. Und sie sagt, genau. Dann wechselt die Darstellung bereits in das Bordell in Köln. Dort ist Jutta mittlerweile angekommen und bekommt eine Einweisung an ihren zukünftigen Arbeitsplatz. Und dabei verfolgt sie dann aufmerksam, was die Kollegin ihr sagt. Dazu erzählt Michael Brennecke, im September 2011 beginnt Jutta Schulz ihre Arbeit als Bardame in einem Kölner Bordell. Und als die Einweisung beendet ist, zeigt ihre Arbeitskollegin ihr, wo sie denn wohnen kann. Das Zimmer ist wie in einem Bordell üblich, mit einem großen Bett, Schrank, Kühlschrank und einem großen Whirlpool ausgestattet. Jutta ist angenehm überrascht und die Kollegin sagt zu ihr, schau, wir haben sogar einen Whirlpool. Und Jutta antwortet, schick. Sie packt während des Gesprächs einige ihrer Sachen aus, darunter auch den Buddha, den sie erst kürzlich käuflich erworben hat. Die Kollegin fragt sie dann, bist du Buddhistin oder sowas? Jutta sagt, nee, aber ich mag diese fernöstlichen Sachen. Die haben was Beruhigendes. Guck mal. Sie zeigt ihrer Kollegin ein Tattoo auf dem Rücken. Und diese will dann wissen, wow, was ist das denn? Jutta antwortet ihr, ein indisches Auge. Die Kollegin fragt, und was bedeutet das? Das Tattoo, das in der Aten-6Y-Sendung dazu gezeigt wurde, wurde fälschlicherweise als indisches Auge bezeichnet. Und in Wahrheit ist es eben dieses ägyptische Auge. Und das Symbol bedeutet, es ist das Auge des Horus, was er in einer Schlacht verlor, in der sein Vater Osiris rächen wollte. Es ist ein heiliges Symbol zum Schutz.
Und dann geht man in der Darstellung über zum Nachtbetrieb in dem Bordell. An diesem Abend, der gezeigt wird, ist es gut besucht. Es geht heiter und vergnügt zu in den Räumen. Jutta unterhält sich mit einem Gast und er fragt sie, hey, bist du neu hier? Und Jutta sagt, ja, du nicht, wenn du das bemerkst. Ich habe heute meinen ersten Tag hier. Und betont deutlich hinter der Bar. Der Kunde erwidert, nichts anderes hätte ich erwartet. Sie fragt ihn, was magst du denn trinken? Der Kunde antwortet, ach, ich hab schon. Dazu erzählt Michael Brennecke, Jutta Schulz arbeitet ab jetzt mindestens einmal monatlich für mehrere Tage im Lokal. Der Job hält sie zumindest halbwegs finanziell über Wasser. Und dann sitzen Jutta und ihre Kollegen auf einem Ledersofa in dem Lokal und unterhalten sich. Jutta fragt ihre Kollegin, hast du sowas auch schon einmal gemacht? Die Kollegin antwortet ihr, ja, ein paar Mal. Jutta lacht und die Kollegin sagt zu ihr, ist aber nicht so mein Ding. Die kichern beide vor sich hin. Und da möchte die Kollegin wissen, und du? Jutta antwortet, ich mach die Bar. In der nächsten Darstellung steht Jutta dann an einem Geldautomaten und hebt Geld ab. Dazu erzählt Michael Brennecke, Jutta verdient jetzt im Durchschnitt 1200 Euro brutto im Monat. Davon muss sie allerdings ihre Schulden tilgen und ihre Krankenkasse zahlen. Viel bleibt ihr nicht. Dennoch, es scheint, als lief das Leben von Jutta Schulz in geregelten Bahnen bis 2014. In der nächsten Darstellung macht Jutta dann in ihrem Zimmer im Bordell Yoga. Eine Kollegin klopft an ihre Tür und fragt, stör ich? Jutta erwidert, nee, komm rein. Und die Kollegin meint, ich wollte nur mal kurz quatschen, bevor es nachher wieder losgeht. Und als Jutta beim Yoga sieht, sagt sie, wow, jetzt weiß ich, woher du deine Figur hast. Die Kollegin beginnt dann einen Smalltalk und fragt sie, und, alles Roger? Jutta verzieht ihr Gesicht und sagt dann bestimmt zu ihr, ich werde mich trennen. Die Kollegin daraufhin, oh. Und Jutta meint, er weiß noch nichts davon. Die Kollegin wirft einen Autsch hinterher. Läuft wohl alles nicht mehr so. Und Jutta antwortet, ich weiß auch nicht. Irgendwie ist das alles nicht so gekommen, wie ich mir das vorgestellt habe. Also wie wir uns das vorgestellt haben. Und die Kollegin meint, das tut mir leid. Jutta sagt, ja, ich werde mir dann eine neue Wohnung suchen müssen. Und in der nächsten Darstellung ist Jutta wieder in ihrem Antiquitätenladen. Sie telefoniert gerade wegen einer Zeitungsanzeige und vereinbart einen Termin zur Besichtigung. Und in der nächsten Darstellung ist sie dann bei der Besichtigung mit einer Maklerin in Thale 2014. Die Maklerin lobt die Wohnung dann mit all den Vorzügen und sagt dazu noch, ja, im Garten muss noch ein bisschen was gemacht werden. Aber dafür ist auch der Kaufpreis günstiger gegenüber den anderen Objekten. Jutta wirkt währenddessen etwas abwesend und betont, ja, es gefällt mir gut hier. Und Jutta fragt die Maklerin dann noch, und was ist mit den Möbeln? Daraufhin die Maklerin, die kommen alle rechtzeitig raus. Dazu erzählt der Sprecher Michael Brennecke. Jutta Schulzes finanzielle Lage hat sich bis April 2014 nicht verbessert. Warum sie in Thale dennoch Immobilien zum Kauf ansieht, ist bis heute rätselhaft. Anfang 2014 kauft Jutta wieder ein Bahnticket nach Köln. Sie soll dort 4 Wochen später am 1. Mai arbeiten. Und die nächste Darstellung ist dann wieder in dem Bordell. Eine Kollegin klopft an die Zimmertür von Jutta und ruft nach ihr. Aber Jutta ist nicht da. Unterdessen ist reger Betrieb im Bordell und die Angestellten unterhalten sich. Und die Kollegin von Jutta fragt alle, ob sie Jutta gesehen haben. Aber keiner weiß, wo sie ist. Sie versucht dann Jutta auf dem Handy zu erreichen. Aber Jutta nimmt die Anrufe nicht an. Nachdem der Betrieb vorbei ist, also Feierabend ist oder besser gesagt Feiermorgen, unterhalten sich die Angestellten wieder über Jutta. Ihre Kollegin sagt, ich verstehe das nicht. Und der Arbeitskollege meint, wahrscheinlich hat sie die Schnauze voll gehabt. Die Kollegin sagt, nee, sie ist super zuverlässig und wenn, dann hätte sie sich gemeldet, da bin ich mir ziemlich sicher. Außerdem sind ihre ganzen Sachen noch hier. Und der Kollege fragt dann, hast du sie nochmal angerufen? Die Kollegin antwortet ihm, 1000 Mal, da ist was passiert. Also wenn sie sich morgen nicht meldet, gehe ich zur Polizei. Dazu erzählt der Sprecher Michael Brennecke, Jutta Schulz taucht zu ihrem eingeteilten Dienst nicht auf.
Am 2. Mai wird sie von ihren Kolleginnen als vermisst gemeldet. In der nächsten Szene oder Darstellung ist der Lebensgefährte bei der Polizei. Er wird gerade befragt. Der Polizist hält eine Fahrkarte von Jutta in der Hand und fragt den Lebenspartner von Jutta: Die Fahrkarte ist vom 1. April, aber sie hätte doch erst am 1. Mai dort sein müssen. Und Juttas Lebensgefährte antwortet: Sie hat die Fahrkarten immer gleich gekauft, sobald die angerufen haben. Das war oft mehrere Wochen vorher. Dazu erzählt der Sprecher Michael Brennecke: Wenig später ist auch die Kripo Magdeburg mit dem Fall beschäftigt. Der Lebensgefährte von Jutta wird weiter befragt. Wann haben Sie sie denn das letzte Mal gesehen? Darauf antwortet er: Ich kann das gar nicht so genau sagen, so irgendwann Anfang April. Der Polizist sagt erstaunt: Sie wissen es nicht genau, ich denke, Sie leben zusammen. Und ihr Freund sagt, also der Lebensgefährte: Ja, aber sie war immer sehr selbstständig und hat öfter mal Zeit für sich selbst gebraucht. Er will gerade weiterreden, als er von einem der Kripo-Beamten unterbrochen wird. Wissen Sie, dass Jutta sich von Ihnen trennen wollte? Der Freund schaut total verdutzt den Kripo-Beamten an und sagt: Was? Weiter sagt er: Nein, das macht doch gar keinen Sinn. Wir haben uns ja noch gestritten, weil sie sich offiziell bei mir anmelden wollte. Der Polizist nimmt daraufhin einen Stuhl und setzt sich. Er sagt: Das müssen Sie mir jetzt mal genau erklären. Der Lebensgefährte antwortet: Naja, sie war doch die ganzen Jahre über bei ihrer Mutter gemeldet. Aber die war ja nun tot, schon eine ganze Weile. Und dann gab es irgendwann mal Ärger mit den Behörden. Der Kripo-Beamte fragt dann: Und darum oder deswegen hatten sie Streit? Juttas Freund bejaht dies. Er sagt: Ich habe doch eine Einliegerwohnung und da wollte sie sich dann offiziell anmelden. Und der Kripo-Beamte versteht das Problem anscheinend noch nicht und meint: Und das ging nicht? Der Lebensgefährte antwortet: Nein, ich hatte die schon an einen Bekannten vermietet. Das konnte ich doch nicht wieder rückgängig machen. Und der Polizist fragt dann total erstaunt: Sie hätten sie doch bei Ihnen anmelden können. Und der Lebensgefährte sagt: Das schon. Ich habe es auch nicht so richtig verstanden. Die ist total ausgerastet. Ich habe zu ihr dann im Streitgespräch gesagt: Ich kann ihn doch jetzt nicht wieder vor die Tür setzen. Daraufhin hat sie gesagt: Aber du kannst doch wenigstens mal mit ihm reden. Das Ganze wurde dann ein sehr hitziges Gespräch und ich habe dann zu ihr gesagt: Jetzt reicht es. Du glaubst wohl, während du dich da in deinem Bordell in Köln amüsierst, geht das Leben hier nicht weiter. Sie ist dann aufgesprungen und hat mir ihr Getränk ins Gesicht geschüttet. Dann will der Kripo-Beamte wissen, was danach passiert ist. Und der Lebensgefährte sagt: Danach ist sie dann weg. Sie hat dann irgendwann noch ein paar Sachen geholt. Der Polizist oder Kripo-Beamte geht direkt dazwischen und fragt: Wann war das? Der Lebensgefährte sagt: Ich weiß nicht so genau, ich war nicht da. Aber es fehlten hinterher einige Sachen von ihr. Dann will der Kripo-Beamte noch wissen: Warum haben Sie eigentlich Frau Schulz nicht als vermisst gemeldet? Und er sagt: Naja, sie war öfter mal weg, kam dann aber immer wieder. Sie hat sehr viel Wert darauf gelegt, unabhängig zu sein. Erst als dann ihre Kollegen aus Köln angerufen haben, habe ich mir Sorgen gemacht. Der Ermittler will dann wissen: Haben Sie sonst eine Ahnung, wo sie sein könnte? Und er sagt nein und schüttelt dabei den Kopf. Er fragt den Polizisten: Wie geht es denn jetzt weiter? Und der Ermittler antwortet ihm: Wir werden versuchen, sie zu finden. Und der Freund nickt bestätigend. Das war dann die filmische Darstellung und es geht dann mit der Nachbesprechung weiter. Und dazu sagt Rudi Zerne: Vielleicht, und das wäre heute der größte Wunsch, kommen wir ein Stück weiter. Was ist mit Jutta Schulz passiert? Das möchte Polizeihauptkommissarin Kerstin Junitz wissen, von der Kripo Halberstadt, die hier mit mir im Studio ist. Und es gibt ja im Prinzip zwei Möglichkeiten. Entweder ist sie unerkannt irgendwo untergetaucht oder sie ist tot. Und dann möchte Rudi Zerne den Stand der Ermittlung wissen. Sie sagt: Jutta Schulz ist nun seit über einem Jahr vermisst, spurlos verschwunden, hat auf einmal alle Kontakte abgebrochen. Auch an ihr Konto ist sie nicht mehr gegangen. Also im Prinzip hat sie alles stehen und liegen gelassen, was dafür sprechen könnte, dass sie Opfer eines Verbrechens geworden ist. Darauf sagt Rudi Zerne: Einen Funken Resthoffnung haben sie trotzdem, dass sie daran leben sein könnte. Worauf begründet sich das? Und die Polizistin sagt:
Kurz bevor sie verschwunden ist, hat sie relativ schwierige Lebensumstände gehabt. Sie hatte Streit mit ihrem Lebenspartner. Sie wollte sich von ihm trennen. Sie hatte Schulden. Aber das könnte ihm auch dafür sprechen, dass sie abgetaucht ist, um irgendwo ein neues Leben zu beginnen. Und deswegen hoffen wir, dass sie irgendjemand gesehen hat, wie sie mit dem Bus, Bahn oder dem Flugzeug vielleicht auch ins Ausland gegangen ist, um dort eben unerkannt zu leben. Dazu sagt dann Rudi Zerne, also wie gesagt, dann starten wir gleich mal mit der Beschreibung. Und dann wird ein Foto von Jutta eingeblendet aus dem Jahr 2010 und eben die Beschreibung von ihr. Die Kommissarin erzählt dazu, Jutta Schulz war bei ihrem Verschwinden 53 Jahre alt. Also im Filmfall wurde sie von der Darstellerin deutlich jünger dargestellt. Und die Ermittlerin sagt dazu, sie hat bis dato gut auf sich geachtet. Sie war eine sportliche Frau, die attraktiv und schlank war. 1,59 Meter groß, hatte schulterlange braune Haare und als besonderes Erkennungsmerkmal hatte sie eine Tätowierung auf dem linken Schulterblatt. Rudi Zerne sagt dazu, wenn wir jetzt mal von der zweiten Variante ausgehen, dass sie halt nicht mehr am Leben ist, worauf richtet sich da ihr Augenmerk? Und die Kriminalkommissarin sagt, also wir suchen jetzt Personen, die Auskunft darüber geben können, was mit ihr passiert ist. Weiterhin erzählt sie, dass Jutta in Thale gewohnt hat, unweit von Quedlinburg, und dort mit ihrem damaligen Lebensgefährten zusammenlebt. Sie machte eben alle Unternehmungen mit ihrem Fahrrad, fuhr auch ab und zu dann nach Quedlinburg. Bis zu dem Zeitpunkt hatte sie kein eigenes Fahrzeug. Sie hatte einen Antiquitätenhandel in der Poststraße 4 und auch hier hat sie alles zurückgelassen und ist verschwunden. Rudi Zerne sagt dazu, das letzte sichere Lebenszeichen von ihr gab es Anfang April 2014. Da hatte sie einen Maklertermin in Thale. Sie hat sich teure Immobilien zum Kauf angesehen. Und welchen Reim macht man sich darauf bei der Polizei? Die Ermittlerin, also die Kommissarin, sagt, ja, dazu gibt es bislang keine plausible Erklärung. Es könnte sein, dass sie dies bereits als neuen Grundstein legen wollte, um ein neues Leben zu beginnen. Vielleicht hat sie einen neuen Partner kennengelernt, aber das ist alles Spekulation. Dazu sagt Rudi Zerne, also ein Partner aus Thale oder Umgebung, welche Vermutung steht da im Raum? Die Kommissarin sagt, es ist natürlich möglich, dass sie jemanden in Thale kennengelernt hat. Es wäre aber auch denkbar, dass es jemand aus Köln ist. Rudi Zerne möchte dann einmal auf das Bordell zu sprechen kommen, in dem sie hinter der Bar gearbeitet hat. Und die Ermittlerin oder Kommissarin erklärt dazu, das war im Kölner Stadtteil Neu-Ehrenfeld in der Hornstraße 87. Sie war dort immer 2 Wochen am Stück tätig und hat in der Zeit dort auch gewohnt. So, das waren die Informationen, die es dann zu dem Fall aus der Aktenzeichen-Y-Sendung gab. Ich habe mich dann mal im Internet umgeschaut, was es da noch an Informationen gibt. Dort gibt es ein paar und die werde ich euch jetzt gleich mitteilen. Da heißt es einmal, das war glaube ich auf der NDR-Seite, für ihre TV-Reportage Verschwunden im Harz haben sich die Reporter Lukas Augustin und Philipp Mangold auf eine Spurensuche begeben. Seit dem vergangenen Sommer beschäftigen sie sich mit dem Fall. Am Anfang der Recherche stand die Frage, wie jemand spurlos verschwinden kann, zumal aus einer kleinen Stadt, in der man sich kennt. Doch schnell wurde eine andere Frage zentral, nämlich wie sich Menschen ihre Gewissheiten basteln. Und dabei haben Augustin und Mangold wohl auch mit so einer selbstgenannten Harzhexe und Wahrsagerin gesprochen, zu der Jutta Schulz gegangen ist. Sie haben sich dann auch mit den Prostituierten aus Köln getroffen, die in dem Bordell gearbeitet haben. Und sie haben auch mit ehemaligen Freundinnen von Jutta gesprochen. Und sie waren auch in diesem vollgerümpelten Laden in Thale, in dem Jutta Schulz angeblich Antiquitäten verkaufte und möglicherweise auch erotische Massagen angeboten hat. Das heißt dort, sie hat wohl so eine Art Doppelleben geführt. Und das wurde ja Aktenzeichen Y auch nicht wirklich angesprochen. Und für viele der Leute in Thale steht fest, wer für das Verschwinden schuldig ist. Und zwar ihr ehemaliger Lebensgefährte. Dort heißt es, er habe Jutta Schulz geschlagen. Dort heißt es auch, er habe sie umgebracht. Es ging dann auch Gerüchte rum, dass Knochen von Jutta bei dem
Ex-Lebensgefährten gefunden worden sind. Allerdings gibt es zu all diesen Behauptungen ja keine Belege, keine Beweise. Und von der Polizei heißt es, dass es keinerlei Anzeichen gibt, dass der Ex-Lebensgefährte etwas mit dem Verschwinden zu tun haben könnte. Und auch der Ex-Lebensgefährte kommt da zu Wort. Er bestreitet, etwas mit dem Verschwinden zu tun zu haben. Sie sei nach einem Streit aus seiner Wohnung ausgezogen, habe Kleidung, ihre Handys, Unterlagen und ein Zugticket nach Köln und ihren Hund da gelassen. Er glaubt, Jutta habe ihn sowieso verlassen wollen und habe nur noch nach einem Anlass gesucht. Es heißt dann auch, dass Jutta Schulz Verehrer gehabt haben soll. Sie habe von einem besseren Leben geträumt und einen Umzug nach Köln geplant. Allerdings, wenn man sich das Ganze natürlich so anhört, ist es diese klassische Story. Frau verschwindet, Ehemann, Lebensgefährte sagt, ja, sie ist einfach verschwunden, hat alles zurückgelassen. Und im Endeffekt war er der Täter. Aber was stimmt da nun? Es ist natürlich immer die Frage, warum lässt man wirklich komplett alles zurück? Kleidung, Handys, vor allen Dingen auch Unterlagen. Und ein Hund oder den Hund, wenn man ihn sehr geliebt hat. Das ist eigentlich ungewöhnlich. Aber es wird weiterhin nicht ausgeschlossen, dass sie irgendwo ein neues Leben geplant hat und ihr neues Leben mittlerweile lebt. Denn es heißt in einigen Artikeln aus den letzten Tagen zu dem Fall, jetzt kommt wieder Bewegung in den rätselhaften Fall. Nach einem erneuten Fahndungsaufruf in der vergangenen Woche meldeten sich mehrere Zeugen mit neuen Hinweisen bei den Ermittlern. Und es gibt immer noch eben diese zwei Möglichkeiten. Einmal, dass sie eben einem Verbrechen zum Opfer gefallen und längst tot ist. Und zum anderen, dass sie eben ganz neu irgendwo angefangen hat. Also Zeugen berichteten, dass sich die 53-Jährige wieder und wieder ihren Lieblingsfilm Eat, Pray, Love, der 2010 erschienen ist, angeschaut hat. Und in dem Film ist es so, dass die Hauptdarstellerin Liz Gilbert, von Julia Roberts gespielt, nach einer Trennung zu einem Selbstfindungstrip ins Ausland auf und davon geht und ihr altes Leben einfach hinter sich lässt. Und es ist natürlich eine Parallele zu Juttas Leben, denn sie hatte Beziehungsprobleme mit ihrem Partner und einen Tag vor ihrem Verschwinden stritten sie sich und er meldete sie ihm wochenlang nicht als vermisst. Er geriet eben damals als Verdächtiger ins Visier, klar, weil es eben so diese typische alte Story ist. Aber Beweise gegen ihn hat die Polizei nie gefunden. Und dann gibt es da noch eine zweite Spur. Und erstmals gaben die Beamten auch einen Namen bekannt, der bisher in den Akten stand, aber nicht an die Öffentlichkeit gegeben wurde. Knut oder Kurt soll ein Mann aus Köln heißen, in den Jutta frisch verliebt gewesen sein soll. Möglich, dass sie am 7. April 2014, einen Montag, mit ihm durchgebrannt ist. Er soll aus dem Raum Düsseldorf stammen, sich jedoch regelmäßig, möglicherweise beruflich, in Köln aufgehalten haben, so sagt es die Polizei. Dort könnte er auch sein Opfer kennengelernt haben, denn, wie wir wissen, Jutta Schulz fuhr regelmäßig nach Köln, um an der Bar eines Bordells zu arbeiten. Zudem soll Jutta Taschen mit Kleidung gepackt haben, bevor sie verschwunden ist. Aber warum hat sie nie das Geld auf ihrem Konto angerührt? Oder warum hat sie nie bei ihren Freunden oder Bekannten angerufen? Ihre Freunde sagten bei der Polizei allesamt aus, sie wäre nie gegangen, ohne sich zu melden. Und auch hätte sie ihren Hund Arno niemals zurückgelassen. Aber es gibt auch eben den Punkt, dass Jutta Schulden hatte. So viele, dass sie da vielleicht mit einer neuen Identität fliehen wollte. Es ist also schwierig, in dem Fall etwas zu sagen. Es gibt da noch viele oder einige Dokumentationen dazu, aber inhaltlich geben die generell auch nicht mehr her, sodass ich mich da jetzt diesmal ein bisschen auf die Basis beschränken möchte. Also, Jutta hat Schulden, Antiquitätengeschäft läuft nicht richtig. Sie soll dort auch wohl angeblich andere Dienstleistungen angeboten haben. Hat dann zeitweise in einem Bordell gearbeitet, als Thekendame oder als Thekenfrau. Und ja, hatte Streit mit ihrem Lebensgefährten,
hat sich dann aber auch zugleich teure Immobilien angeguckt, was bei Schulden ja eigentlich schon mal gar nicht passt. Und jetzt taucht ein neuer Name auf. Vielleicht war es ja so, dass sie tatsächlich mit diesem Kurt irgendetwas geplant hat, dass sie also ja frisch in ihn verliebt war und sie jetzt vielleicht große Träume, Hoffnungen hatte und sich deswegen nach einem anderen Objekt, einer anderen Immobilie umgeschaut hat. Aber wie sie das bezahlen wollte, das könnte dann ja nur ein neuer Lebensgefährte sein. Denn sie hatte nicht wirklich viele Einnahmen gehabt. Das Haus, in dem sie wohnte, war das Haus von ihrem Lebensgefährten. Also schwierig. Ja, vielleicht hatte sie aber irgendwie diese Hoffnung. Und ja, entweder hat dann der Neue, von dem sie geträumt hat, dass der vielleicht etwas mit ihrem Verschwinden zu tun hat, oder ihr ehemaliger Lebensgefährte. Natürlich könnte sie auch sich so abgesetzt haben, aber daran glaube ich irgendwie nicht. Also für mich ist wieder dieses typische alte Muster da. Was denkt ihr denn über den Fall? Würde mich mal interessieren, was ihr glaubt. Ist sie freiwillig verschwunden oder ist sie mittlerweile oder beziehungsweise schon lange tot und es gab eine Straftat? Wenn ja, wer hat sie begangen? Schreibt es mir mal in die Kommentare. Ich bedanke mich auf jeden Fall bei euch fürs Zuhören oder Zuschauen, je nachdem, wie ihr meinen Content konsumiert. Passt auf euch auf und bis zum nächsten Video. Tschüss!